Jo, liebe Leute, was geht aus? Der Onkel Zocki am Start. Hallihallöchen! Ich werde euch heute drei Glitches zeigen, die noch nicht gepatcht wurden. Denn ihr wisst Bescheid, einige Gebäude-Glitches wurden schon gepatcht und die funktionieren nicht mehr. Bei manchen Gebäude-Glitches ist das so, sobald man da einsteigt, wird man sterben. Wie hier ein kurzes Beispiel, Leute, zeige ich euch selbstverständlich. Und ganz kurz noch, in diesem Video zeige ich euch einige soziale Netzwerke, wo ich sozusagen aktiv bin. Bei Facebook.de/OnkelZocker, bei Instagram OnkelZocker89, also OnkelZocker89 merken. Bei Instagram nicht OnkelZocker, sondern OnkelZocker89, bei Twitter OnkelZocker. Wie ihr gesehen habt, bei diesem Glitch hier werdet ihr sterben, sobald ihr da reingeht. So, jetzt zeige ich euch einige Glitches, drei Glitches, wo es noch immerhin funktioniert und Rockstar das Teil noch nicht gepatcht hat, beziehungsweise die Glitches noch nicht gepatcht hat. Es funktioniert richtig einfach und mein Favorit der Glitches zeige ich euch natürlich in diesem Video auch. Und warum, weshalb, erfährt ihr auch. So, der erste Glitch befindet sich in diesem Gebäude. Ich werde euch natürlich auch zeigen, wo wir uns befinden, macht euch deshalb keine Sorgen. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir für einen Daumen nach oben für dieses Video geben würdet. So, als erstes benötigt ihr für diesen Glitch ein höheres Fahrzeug, am besten ein Bulli oder ein LKW. In dem Fall nehmen wir uns einfach von der Straße ein Fahrzeug und wir befinden uns genau hier. Hierhin müsst ihr hinfahren und dort könnt ihr euch dann verstecken. Macht auch wirklich richtig viel Spaß, Leute. Und das Ding funktioniert immer noch. Aber auf jeden Fall erstmal besorgen wir uns ein Fahrzeug, was etwas höher ist. So, nehmen wir uns das Auto. Entweder so ein LKW oder ein Bulli nehmen. Ich wollte sagen schon VW-Bulli. Nein, Bulli. Und dann fährt ihr nur noch ans Gebäude dran. Und dann könnt ihr auf das Fahrzeug draufsteigen und auf das Gebäude ebenfalls. So, ansonsten kommt ihr ohne so ein Fahrzeug nicht drauf. Deswegen braucht ihr schon etwas höheres Fahrzeug. Dann klettern wir hier drauf. Zack, zack, ab, einmal auf das Dach hier und dann müsste ich hier lang gehen. So, zeige ich euch einmal hier so ein Stückchen, zack, 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 zack und auf die Röhre hier. Ich glaube, Rohre sind das hier, ne? Kupferrohre könnte sein, keine Ahnung, Stahlrohre. So, da geht ihr drauf. Ganz langsam ranschleichen. So, einmal hier so ein Stückchen, ja, und einmal hier draufklettern. Vorsichtig draufklettern. Auf das Rohr hier, zack. Richtig. Und dann müsst ihr nur noch hier hochklettern. Und das war's. Dieser Glitch, dieser erste Glitch, den ich euch jetzt zeige, funktioniert immer noch. Wir haben heute den 15.12.2016, kurz vor 15 Uhr, Leute. Auf jeden Fall richtig nice. Dann ist hier, hier könnt ihr auch rausschießen. Auch mit einer Panzerfaust, mit einem Sniper etc. Hier ein kleines Beispiel, zack, zack, ab und erledigt, Leute. Richtig geil, doch einen kleinen Nachteil hat der Glitch auf jeden Fall. Wenn die Cops kommen, könnt ihr euch hier leider treffen. Das heißt, egal ob ihr euch hier befindet, die Polizisten können euch auch ebenfalls erschießen. Das ist leider schade, schade, schade. Das heißt, auch in dem Fall können auch eure Gegner im Online-Modus auch abknallen. Also, das ist auf jeden Fall ein negativer Punkt, denn man wird hier erledigt. Aber der positive Punkt ist hierbei, man kann hier problemlos mit jeder Waffe rausschießen und das macht richtig viel Spaß. Kommen wir zu dem zweiten Glitch. Der zweite Glitch funktioniert immer noch, wurde auch von Rockstar noch nicht gepatcht. Ja, auf jeden Fall, warum zeige ich euch diese Glitches? Ich habe das ja schon mal auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, aber ich dachte mir, komm, ich zeige euch noch die aktuellen Glitches, die immer noch funktionieren, denn einige Glitches wurden gepatcht und diese Glitches funktionieren immer noch. So, achtet mal drauf, ich habe jemanden hier mit dem Helikopter gerade weggekickt. Wer war das denn gerade? Muss ich mal ganz kurz schauen. Oh, da ist ja jemand. Mensch, lebst du noch? Hallo. Oh. Den habe ich, glaube ich, erledigt. Auch nicht schlecht. Okay, kommen wir zu dem zweiten Glitch. Dazu benötigt ihr ein Fahrzeug, entweder ein Bulli, ein Geländewagen oder auch ein Motorrad. Ist auch egal. Ihr müsst nur auf das Fahrzeug draufsteigen und ins Haus einsteigen. Das funktioniert auch richtig einfach. Einfach kurz vor die Haustür fahren. Auf jeden Fall nicht auf diesen Dach hier klettern, sondern auf die Motorhaube. Sonst kommt ihr gar nicht rein. So, einmal auf die Motorhaube. Zack. Und einmal nur noch auf Viereck klicken, zack, zack, ab und wir sind drinnen. Richtig nice, funktioniert einfach und auch macht richtig viel Spaß. Ihr könnt hier auch rausschießen, auch mit einer Panzerfaust. Und der Vorteil bei, Leute,
Ihr werdet hier überleben. Die Polizisten können euch hier nicht erledigen. Die können euch nicht treffen. Und das ist das Geilste. Denn dieser Glitch funktioniert richtig einfach und man ist unsterblich in dem Moment, weil die Polizisten euch nicht erledigen können. Das ist der positive Teil von diesem Glitch. Man kann rausschießen mit der Panzerfaust, auch die Helikopters von der Polizei treffen. Ja, auf jeden Fall richtig nice, positive 2 Punkte auf jeden Fall. Man kann hier rausschießen mit Sniper, mit dem Panzerfaust und die Polizisten können euch nicht erledigen. Wir befinden uns genau dort, Leute. Wenn ihr das nachmachen wollt, macht das, ist richtig nice. Und dieser 3. Glitch funktioniert immer noch. Der Glitch befindet sich genau an dem Airport, also an dem Flughafenbereich und funktioniert auch richtig einfach und macht auch riesen Spaß. Aber einen Nachteil hat er, das werdet ihr in diesem Video auch eventuell zu sehen bekommen. So, wir landen erstmal auf diesem Dach hier. So, am besten nehmt ihr einen Hubschrauber, so dass ihr auf diesem Dach landen könnt. Und ja, einmal kurz parken hier. Zack, 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 zack. Nicht so weit, Onkel Zocker fliegt. Wohin? Wohin? Nicht so weit. Stückchen vor, Stückchen vor, Stückchen vor. Richtig, so. So, einmal parken. So, richtig. Drauf landen. Aussteigen. Und let's go. Erstmal eine Frage, Zwischenfrage an euch. Wie findet ihr das, wenn das Video etwas länger dauert in Zukunft, wenn ich mal ein Video hochlade, das vielleicht 5 Minuten lang ist oder auch 10 Minuten lang? Schreibt mir das in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Ich bin mal gespannt, wer bis diesem Zeitpunkt das Video sich noch reingezogen hat. Mal schauen. So, einmal hier drauf. So, langsam vorangehen, einmal umdrehen. So, einmal umdrehen, einmal umdrehen, einmal umdrehen. Und sobald ihr umgedreht habt, müsst ihr hier reinklettern, wo ich drauf schieße. Schaut euch das an, ich mache das jetzt hier in Zeitlupe. Ah, oh, jetzt schießen die Polizisten auf mich. Zack. Und wir glitschen rein. So sieht's aus, Leute. Das ist der 3. Gebäudeglitch. Funktioniert einfach und easy. Man kann hier auch rausschießen. Aber der Nachteil ist hier, dass die Polizisten euch ebenfalls treffen können. Und weiterer negativer Punkt in meinen Augen, man hat hier nicht so eine freie Aussicht rauszuschießen. Und ja, auf jeden Fall funktioniert einfach, aber 2 negative Punkte. Die Polizisten können euch hier auch killen und man hat hier keine freie Aussicht rauszuschießen. So, ja, auf jeden Fall könnt ihr auch Granaten runterwerfen. Funktioniert auch reibungslos. Die Glitches aus und schreibt mir in die Kommentare Hashtag Wallbridge Glitch. Welchen Glitch fandet ihr am besten? Teil 1, Teil 2, Teil 3, wie ihr seht. Bei dem 3. Teil wurde ich gekillt von der Polizei. Das ist der Nachteil bei dem Glitch. Also mein Favorit Glitch ist Teil 2, weil man in das Haus reinglitschen kann und von dort aus problemlos schießen kann, auch mit der Panzerfaust. Und die Polizisten können euch auch noch nicht mal treffen. Das ist auf jeden Fall richtig positiv. Also mein Favorit Glitch Teil 2, also der 2. Gebäudeglitch. Ansonsten, ja, wie findet ihr das Video? Wie fandet ihr das Video? Wie findet ihr, dass ich das Video etwas länger gemacht habe? Schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Jetzt testen wir mal ganz genau, wer bis hierhin das Video sich reingezogen hat. Ich würde sagen, alle, die bis hierhin das Video sich reingezogen haben, sollen diesen folgenden Hashtag schreiben. So, ich überlege jetzt mir mal einen Moment, welchen Hashtag verwende ich. Ich teste jetzt euch mal aus und gucke, wer bis 9 Minuten sich das Video reingezogen hat. Und zwar, wer hat bis hierhin das Video sich angeschaut? Schreibt in die Kommentare Hashtag 9 Minuten. Hashtag 9 Minuten. Da bin ich mal gespannt, wer sich bis diesem Zeitpunkt dieses Video sich vollständig angeschaut hat. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen über einen Daumen hoch. Und hier ist auch richtig lustig. Guckt euch das mal an. Ich werde hier angefahren. Und dann heißt es in dem Text, ich habe Selbstmord begangen. Auch nicht schlecht. Ich werde überfahren und habe aber trotzdem Selbstmord begangen. Okay, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Ja, lasst einen Kommentar da, ich würde mich sehr freuen. Euer Onkel Zocker bedankt sich herzlich. Ich wünsche euch noch allen einen angenehmen Tag. Euer Onkel Zocker. Hashtag.